Hallo, wir begrüßen euch hier zum siebten und letzten Teil unseres Frankreich- und Spanien-Reisetagebuches 2017. Schweren Herzens nähert sich unser Urlaub langsam dem Ende. Ein Highlight wartet aber noch auf uns, und zwar die Rückfahrt über die Schweiz, ein Land, in dem wir beide vorher noch nicht waren. Wir starten von unserem Stellplatz im französischen Argentière und überqueren kurz darauf die Schweizer Grenze. Erstes Ziel für heute war der größte Gletscher der Alpen, der Aletschgletscher. Um dieses beeindruckende Naturschauspiel zu besichtigen, fuhren wir mit der Seilbahn von der Bettentalstation hinauf zum Bettmerhorn. Dort gibt es eine super Aussichtsplattform und zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern. Der Kälteunterschied ist allerdings enorm und so sollte man sich doch etwas wärmere Kleidung mitnehmen. Anschließend fuhren wir weiter zum Furka-Pass. Doch wurden wir hier von dem Wetter überrascht. Aus unserem Vorhaben, den Eistunnel anzuschauen, wurde somit leider nichts, da wir aufgrund des eintretenden Schneefalls und unserer Sommerbereifung nur wieder heil unten ankommen wollten. Dass wir hier auch nicht länger verweilt hatten, wie eigentlich geplant, war unser Glück, denn kurz darauf wurde der Furka-Pass auch gesperrt und so hätten wir die Nacht und eventuell auch den nächsten Tag sonst oben auf dem Berg verbringen müssen. Und hier wurden wir dann von dem bereits erwähnten Schneefall überrascht. Erst machten wir uns gar nichts draus. Doch als weiter oben der Schnee tatsächlich liegen blieb, hatten wir doch ein bisschen Angst.
Wir waren extrem froh, dann heil unten angekommen zu sein und machten uns sofort auf die Suche nach einem Campingplatz und wurden in Altdorf fündig. Am nächsten Tag zeigte sich das Wetter dann auch wieder von seiner besten Seite, so als wäre nichts geschehen. Und so starteten wir dann gut gelaunt in den neuen Tag. Kannst du? Als erstes steuerten wir das schöne Rapperswil an. Die Parkplatzsuche gestaltete sich nicht ganz so einfach, doch mit dem Kastenwagen konnten wir hinter dem Bahnhof noch einen kostenpflichtigen Parkplatz ergattern. Die Stadt fanden wir sehr schön, besonders der Steg auf dem Obersee hat uns besonders gut gefallen. Als nächstes fuhren wir weiter zum Rheinfall, der dann sogar kein Rheinfall war, denn uns hat er sehr gut gefallen. Die herunterfließenden Wassermassen sind enorm. Im Frühjahr nehmen diese dann bei der Schneeschmelze tatsächlich noch ganz andere Ausmaße an, was wir uns gar nicht so richtig vorstellen können. Auf jeden Fall sehr beeindruckend und einen Besuch wert.
Unser letztes Ziel in der Schweiz ist die unweit der deutschen Grenze gelegene Stadt Schaffhausen. Hier machten wir einen kurzen Stadtbummel, bevor wir uns weiter auf den Weg Richtung Deutschland machten und uns dort ca. 100 Kilometer weiter in Oberndorf am Neckar auf einem Stellplatz für die letzte Übernachtung in diesem Urlaub niederließen. So, das waren dann auch die letzten Tage unseres Videotagebuches. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und hoffen, wir sehen uns auch im nächsten Videotagebuch wieder. Bis bald und tschüss!